Na, 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 na. So, mal kurz meinen Zug einrichten. Zuglichter, Zugbeleuchtung aus. Spitzensignale an. So, da gibt man schon mal Gas. Tempomat ist erhöht. So, mal gucken, ob. Eigentlich muss Oni die Strecke kennen. Also, ich würde einfach 15:15 Uhr sagen. Okay. Aber ansonsten der Fragestellung war mir klar, worauf du hinaus wirst. Ja, ich habe früher selber gespielt. Nein, von Dresden nach Riesa. Leipzig fährst du nicht an. Ja, das ist viel Platz hier vorne. Das ist auch der Talent 2. Ich zeig dem. Das ist unser Zug, unser kleiner Talent. Okay, seid ihr nur am Bahnhof. Das DLC kam vor kurzem raus. Das ist von den Rush Hour DLC. Das zweite, Rush Hour 2.2 ist das jetzt. Also 2.0, das ist das zweite DLC davon. Das erste war Boston. Das zweite ist Dresden-Riesa. Großenhain. Das dritte weiß ich selber noch nicht. Das spielt irgendwo in England. Nein, nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Wo wohnst du? Genau. Hat Gründe, warum, sage ich jetzt gerade, ich sage jetzt nicht gerade, weshalb das gerade so ist. Nice. Ist praktisch eigentlich, ne? Und ich in der Mitte. Also, das ist unser Talent 2. Es gibt zwei Talents: einmal in der normalen deutschen Bahn, also der Regio-Form. Und das ist der von hier. Also, das ist hier der Verein, wo die S-Bahn hinkt, der Zug hinkt. Da denke ich auch der Regio. Aber hier unten heißt es nur was? Saxonia Express.
Das ist eigentlich die Strecke nach nach Leipzig. Wir fahren aber nicht gerade die RB51, sondern die RB31 nach Großenhain. Auch eine Dame sitzt drin. Hier sitzen ein paar Leute drin. Das seid ihr gerade. So, irgendwie dein Zug. Guck mal, dein Zug fährt ab. In welcher Hinsicht müsst ihr links posten gerade? Tschüssi, Leute. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dem Zugfahrt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Okay, ich setze mich wieder rein. Die kannst du gerne in Discord reinposten. Ich glaube mal, alle sind auf dem Discord-Server drauf. Tu es einfach mal in die blaue Ecke reinposten. So. Jetzt fängt der Nächste damit an, mich zu mobben. Warum? Ich mach doch nichts Schlimmes. Ja. Boah, hier kannst du ja nicht mal richtig aus dem Fenster gucken. So klein, die sind so klein. Gott, ich muss ja aufhören, ein bisschen eine Kamera zu bewegen von dem Hauptbahnhof hier. Ich stopp dich gleich auf Toilette ein. Schicken wir den Link mal privat, bitte. Der Bot hat's gelöscht. Nee, war ich selbst, weil. Achso, okay, dann musste man. Okay, dann ist es scheiße. Warte mal, wo bist du? So, wieder hier rein mit dir. Auf den Sitzplatz. So, und festschneiden. Darfst erst bei der Endstation wieder raus. Du fährst die ganze Strecke mit. Ich Dann viel Spaß beim Entitus. Bei mir fährt man zu den in die Hölle rein. Mit dem Teufelszug. Ey, Oni. Freiwillig lasse ich meine Fahrgäste nicht hier aus dem Zug raus. Ganz kurz, das steht sogar hinten auf dem Ticket. Einmal in den Zug eingestiegen und du bist verpflichtet, bis zum Tod in deinem Zug zu sitzen. Ach.
Ach, hast du nicht viele Bahnhöfe? Guck mal. Coswig. Da. Guck mal, das ist beim Böhler, muss das sein. Da. Und da. Hast noch vier Bahnhöfe. Ey, da kannst du nichts mit Envy unterhalten, dich und mit Airo, die sitzen neben dir. Auf den Sitz geboren. Was, du bist. Was? Du bist auf den Sitz geboren im Zug. Ich bin alt. Ich sitze jetzt seit 23 Jahren hier fest. Ah, das ist schon scheiße. Keine Sorge, ich lasse dich an meiner Endhaltestelle raus, ja? Nein, ich weiß, was du meinst. Ist ja gerade nur wegen hier. Ich lasse dich an den Endpunkten raus, ja? Danach hast du Freiheit. Ich bestelle dir ein Taxi. Ich ruf mal an, warte mal. So. Beep. Ja, guten Tag, ich brauche mal ein Taxi, dann bei Großenhain Fischer ein. Wie heißt der? The Only Last Night. Ja, für 6.000 Euro, ja? Dankeschön. So, ich hab den Taxi bestellt. Ich hoffe, du hast so viel Geld. Nein, das bezahlst du. Ich bestelle nur die Taxis und ihr bezahlt alles. Denkst du, ich bezahle für dich die Taxifahrt? Ich bekomme sogar von der Taxifahrer noch 120.000 Euro. Also, das ist mein Angestellter, ja? Warte, was? Ich hab. One. Ja, da musst du gucken, musst du mal Envy fragen oder Airo, ob die was bezahlen. Also ganz kurz, hast du auch so ein Fenster? Guck mal, hier kann ich das Fenster nicht öffnen, mein Talent. So, Werner fährt nicht auf den Schaffen achten. Ehrlich gesagt, du kannst dir wirklich vorne einen Laptop hinstellen. Die Knöpfe brauchst du ja nicht mehr, eigentlich so. Und zocken. Guck mal, ich fahre jetzt gerade noch 2,3 Kilometer, 130 km/h. Ah, nice. Da muss man schon da sein. In 8 Kilometern erreichen wir Coswig. Ein Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So ein dicker Vorfahrt, die Strecken vorher mal aus.
So, mal runterprasseln. Kann sich das Spiel jetzt mal entscheiden, 120 oder 160? 130 Joule, das bin ich mit dem Auto ja schneller unterwegs. Oh, stimmt, ich muss noch mal reinschauen. Ich schmuggel mich jetzt heimlich aus dem Zug raus. Befreie habe ich mich schon. Ich komme, Midnight. Was denn los? Warum? Ein Hallöchen. Warum hast du Langeweile? Hast du immer noch kein Gold bekommen? Tut mir leid, Spyrox. Eine BR 442 muss das gewesen sein. Der hintere Teil. So, wenn ihr aussteigt, ich pack euch und stecke euch wieder rein. Das Spiel und Toxic, hallo, nein. Was du meinst, Oni, das Spiel ist ganz ordentlich und nett. Das sind alle Spieler in diesem Spiel ganz freundlich und sympathisch. ganz kurz. Hier kommt ihr nicht runter. Hier ist komplett zu. Also, ihr könnt nur mit diesem Ding dieses Gebiet verlassen. Ihr kommt hier nicht raus. Guck mal hier. Ihr habt genau das gleiche. Ihr kommt nur bis hierhin. Warte, seid ihr? Ihr kommt nur bis hierhin. Also das ist die Grenze, bis wo ihr hinkommt. Ich habe noch nie vor dem Bahnhof. Wieso, was? Wieso kann ich in diesen BH? Was mit dem BH? Wieso kenne ich diesen? Achso, du meinst diesen Bahnhof? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wohnst du hier in der Nähe irgendwie? Zeig dir mal, wo ich bin. Okay, ist kein Schritt. Also, wir sind gerade hier in Coswig. Ohne, du hängst hinten fest, also mach dir nichts draus. Du kannst hinterherlaufen. Die Strecke gibt's nicht. Aber danke schön, Oni, für deine Playstation hinten. Da habe ich was zum Verkaufen später. Leipzig gibt's auch. Da sind wir ja vor uns gerade lang gefahren.
Wir sind gerade unten, wir sind da vor uns bei der Leipziger Strecke, wir sind ja, haben wir vor uns die Leipziger Strecke gefahren, wir sind sogar unter dem Bahnhof gefahren, also unter dem Hauptbahnhof, sind wir lang. Oder dein PC, ist egal. Klar, das, oder dein PC hab ich mit, Boni. Was du hinten vergessen hast. Also das Bayerische, also kommst du von hier in der Gegend, oder wie? Schmutz, ich weiß. Und ich verkaufe den dann, ja, später? Ich habe dir extra immer Internet gegeben, ja? Dass du spielen darfst. Deswegen war es ja immer laut bei dir, wenn du spielst. Wegen hier. Weil du die ganze Zeit im Zug gefahren bist. Ja, doch, ich hab dir dann gegeben. Ich musste alles über Handy auswärts machen. Du hattest nicht mein Handy. Ich habe dir nie eins geschenkt, mein Sohnemann. Nie. Das war nur aufgemalt. Das war nur. Ja, ich bin dein Papa. Genau, das habe ich extra so gemacht. Dass du immer bei mir bleibst. Ja, ist egal, nur ein Stück von draußen, solange der Zug hinten ist. Pupst denn mein Zug hier unten? Holy Scheiße, die Unterführung ist ja clean. Und verrostet. Okay, warte. Du hast so einen komischen Sitz geklebt. Ich hab dich nie rausgekriegt da. Du bist schon so auf die Welt gekommen. Ich hab dich jeden Tag auf meiner Arbeit mitgenommen. Dass du was lernst von der Welt. Und was ist? Mein Sohn will mich nicht mehr. Hey, ich hab dich gefunden. Oh Scheiße, wir haben gelb. Das glaube ich dir. Okay, ich kann Gas geben, der ICE ist vorbei. Wird wirklich, hier kommt ein ICE dagegen. Ich habe auch so einen falschen Zug auf die Strecke gesetzt. Wird wirklich. Und das Problem ist, der ICE. Oh Gott. Ja, der ICE kommt. Oh nee. Ich weiß genau, was gestern war.
wo ich das erste Mal den selbst poliert habe. Das ist irgendwie falsch. Oh. Jo, warte. Mach ich sofort, ich gebe mal schnell ganz kurz Gas, dann trinke ich was, ja? Okay, dann lassen wir mal bei dem Tempo. Dann drücken wir das ein. Ich kann's durchhalten davon ohne. Keine Ahnung, bei mir zu kennen, ich muss sagen, ich bin wirklich so ein bekloppter Typ. Also, wenn du Fragen hast, frag ruhig, ja? Was ich mich gerade frage, warum reg ich eigentlich rot, wenn der. Hält der zu ernsthaft der Zug von da los? Oh Gott, was hast du? Und wie ich gesagt habe, vor 80 Jahren habe ich mir die Sitze poliert in den Zug, ne? Ich habe leider ein bisschen zu doll geputzt. Auf einmal saß dann so ein komischer, so ein kleines Kind. Dann habe ich ihn einfach mal Ohrenlick genannt. Und dann bist du, das bist du dann gewesen. Und dann habe ich dich jeden Tag auf der Backe gehabt. Da habe ich so gesagt, okay. Wenn ich keinen abholen will, bin ich einfach dein Vater. Und ich hab dich durchgefüttert, dir was beigebracht, was dir von der Welt gezeigt, alles Mögliche. Und das ist einfach nur der Dank. Ja, ich hab dich einfach gefunden. Du hast einfach mit Spezialkleber an den Stuhl festgeklebt. Ich weiß nicht warum, was deine Eltern da gemacht haben, aber ich habe es einfach so gelassen. Ich hätte gedacht, du bist so auf die Welt gekommen. Du hast auch sogar einen Spitznamen, der Stuhljunge. Ja, irgendwie, das ist ein bisschen eine peinliche Geschichte, wie ich ihn dort gefunden habe. Es war sehr traurig. Darüber rede ich nicht so gern. Deswegen. Ich habe dann einfach vorne neben dir hingesetzt, dass es so aussieht, dass ihr beide Geschwister seid. Und es ist einfach so gekommen, dass ich mit euch seit 80 Jahren von A nach B fahre, ohne was zu wissen. Mein Sohn, das sage ich dir nicht. Ich sag nur eins, Toilette. Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Also, du musst jetzt einen Reim finden mit Toilette. Da musst du was wissen, was ich damit meine. Okay, langsam mal absenken, ausschalten.
Ich schau mal von seinen Füßen an. Er hat noch Porzellan um seine Füße. Er steckt den Waschbecken fest. Er wollte seine Füße waschen. Du wirst es wissen. Moin, moin, Pascal. Alles klar bei dir, Pascal? Ich hab doch vorher Reste nicht abgebrannt. Was ist das Zeug, Mann? Ah! Und bei mir ist auch alles supi-dupi. Nur, dass wir gerade ein bisschen Faxen labern nebenbei. So. Aha. So, hier sind wir gerade. Die Strecke fahren wir jetzt gerade nicht, die hier. Wir fahren hier hoch. Also, so sieht die Strecke aus. Sage ich auch mal ganz, was mache ich so. Also das sind von der S-Bahn die Strecke hier. Die fahren wir jetzt gerade nicht ab. Wir fahren jetzt nach Großenhain. Wie war da eine Woche so bis jetzt? Aua. Also doch kostenlos. Aber ich denke mal, es war nur da, haben die nicht mehrere Abstrecke gesagt, dass es kostenlos werden soll? Ganz okay, hat eine Erklärung bekommen, die immer noch nicht weg ist. Oh. Und weißt du, wann das Update kommt, das kostenlose dann? Weil ich kann von hier aus, sage ich mal so, die Strecke gar nicht zurückfahren. Ich kann nicht zu dem Neustadtbahnhof rein. Da kackt das Spiel ab bei mir. Also ich kann nur eine Richtung fahren gerade. Aber das Problem haben auch ein paar andere, die ich mal nachgefragt habe. Ganz kurz, ich sag dir was. Ist gerade ein bisschen dunkel, warte mal, ich mach's mal hell. Warte. Schau mal. Ich hoffe, du kannst es lesen. Ich glaube mal, dass wir das reinkommen, was hier alles drin ist. Aber warum sind dann so viele Strecken drin?
Aber bei den anderen Strecken sind nicht so viele drin mit. Sind da nur die Strecken drin, die du mit dem Zug auch fahren kannst dann später. Also wo die TLCs drin sind. Und die Strecke gibt's dann nicht. Die Strecken gibt's ja nicht hier. Als DLC. Also wär's ja geil. So, wie dass du es lesen kannst. Das wäre geil. Ich glaube mal, wäre das dann eigentlich die längste Strecke überhaupt dann eigentlich, ne? Das größte DLC mit mehreren Strecken. Weil hier gibt es jetzt zwei Streckenabschnitte mit. Okay, das ist nur eine Strecke nur, aber trotzdem. Und dann kommt noch ein dritter Streckenabschnitt. Das wäre eigentlich mit eins der geilsten hier. Mit 105. Puh. Easy. Also ist dann schon eine lange Strecke. Okay, dann fährt er noch 10 Kilometer dann. Aber was könnte man bei 10 Kilometern noch reinstecken? Aber 83 Kilometer jetzt schon. Gibt es überhaupt noch so eine lange Strecke? Nee. Köln-Aachen ist sehr kurz. Wollen das mit der. Das sind ungefähr 50 Kilometer mit dem ICE komplett berechnest. Wuppertal nach Dings sind auch so ungefähr 50 bis 55 Kilometer. Also nur die deutschen Strecken. Leipzig, die Strecke, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Kilometer, habe ich das nie nachgerechnet. Also. Okay, München-Ausburg auch ca. 50 Kilometer, okay. Also ist das hier gerade die längste Strecke von allen. Holy Scheiße. Okay, dann ist für den Preis sehr gut, wenn da noch kostenloses Zeug reinkommt. So, jetzt fahren wir in die Endstation rein. So. Der lange Blick. Ich finde ausgefallen nice das DLC. Und nach den letzten Katastrophe Hamburg-Lübeck mal wieder was. Ich finde eigentlich die Strecke Hamburg-Lübeck eigentlich auch nicht schön, nicht schlecht gemacht. So. Ach gut, die Türen gehen zu.
Schön.